So, hey Leute, wir legen los, machen noch ein bisschen Nürburgring Action. Einmal der Grand Prix-Kurs oder Nordschleife, je nachdem. Schauen wir mal rein. Mich vorher erinnern, wie waren das? Ist noch gar nicht so lange her und trotzdem weiß ich schon immer, wie man die Autos auswählt. Hier sind sie, da sind sie doch. Die guten, guten Autos. Okay, schauen wir mal rein. Bisschen hoch, bisschen Gefühl kriegen wieder. Oh, wildes Gerutsche, brutal. Ja, ich rutsch gerade ein bisschen viel.
Ding. Ohne Witz, den auf den letzten 10 Metern habe ich ihm noch was abgenommen. Nach so einer langen Zeit macht das echt mal wieder Bock. Gran Turismo Sport zu spielen. Cool. Doch, das war gut. Knapp in 2 Minuten. Ah, hier musst du das Replay nochmal manuell reindrücken. Das ist beim neuen anders. Absolut schönes Auto. Beauty.
Abend, Leute. Hör mal, back to the roots. Zum guten alten Gran Turismo Sport. Mal wieder. Aber cool ist, dass die Autos auf Gran Turismo 7 die Optik rüber, die Lack-Versionen rüberspielen kannst. Das ist gut. Schwänzeltee. So, wir werden heute einige Strecken nehmen und nur Nürburgring, Nordschleife oder die Grand Prix Strecke. Sonst nichts. Verschiedenste Versionen. Ein bisschen zum Warm werden und nachher Rennen machen. Scheiße.
Auf jeden Fall gut flott unterwegs. Und bedenkt, das ist ein Straßenauto und kein Rennwagen. Okay, schauen wir mal. 7:13. Na, ah, fehlen nicht mehr viel. Guck mal, alles vom Lines. Krass. Da fehlt ganz schön Zeit. Über eine Minute. Jetzt wird es mir richtig warm, hey. Schauen wir mal.
Das ist schon nicht so leicht zu fahren hier. Muss ich schon ein bisschen umgewöhnen. Cooles Auto. Eine absolute Ikone. Hey, hallo, grüß dich. Na, alles klar? Lang nicht gesehen. Alles klar, ist alles okay bei dir soweit? Ich wollte mal bitte zurück zum Gran Turismo Sport mal wieder. Da habe ich mehr Autos Auswahl, weißt du? Bei dem neuen, da muss ich. Ah, das ist aber lieb von dir. Danke. Geht's dir gut soweit, ja? Schön, das freut mich. Danke, Ruby. Ja, ich wollte unbedingt mal heute mal wieder hier fahren. Das Neue ist zwar schön und gut, aber, soll ich sagen, hi Hatchet, das Neue ist, halt, habe ich zu wenig Autos noch. Deswegen, lieber hier, hallo, grüß euch. Wo kommt ihr her? Lauter Autoverrückte, oder?
So, gucken wir mal, ob ich es noch kann, hey. Ich muss voll umgewöhnen wieder mit der Steuerung. Ist schon ein bisschen Unterschied zu dem neuen. Bisschen Rollercoaster fahren. Läuft sie noch ganz gut. Ich habe jetzt seit 2 Monaten oder seit 1,5 Monaten kein Gran Turismo Sport mehr angefasst. Ich spiele das eigentlich nur noch mit dem Virtual Reality, aber auf der PS5 kann ich es nicht einstecken. Das ist alles scheiße. Dann geht das eine hier, dann geht das andere da nicht, dann passt es hier nicht mehr und so, das ist alles Käse. Auch mit dieser Kamera geht nicht. Das macht echt Bock, das mit der VR-Brille. Leider gibt es das bei dem neuen gar nicht mehr. Ich habe echt gedacht, die haben das weiter übernommen. Aber nix war's. Hat einer von euch ein Lenk, fahrt ihr mit Lenkrädern? Ich bin voll am Überlegen, mir eins zu holen. Gerade wegen dem Gran Turismo 7. Aber ich weiß noch nicht, was ich da nehmen soll. Und das ganz teure, das Fanatec, da habe ich keinen Bock. Das ist mir zu teuer erstmal. Nur mal zum Probieren. Oh cool, freut mich, dass ihr ein bisschen reinschaut. Weil hier Gran Turismo Sport ist nicht mehr viel los. Echt? Ja. Das ist natürlich scheiße. Jetzt muss ich es reparieren lassen. Einschicken und so, oder? Das ist voll beschissen mit den. Das ist ja riesig und sperrig alles. Ich habe gerade das gleiche Problem mit meiner Drohne. Die spinnt auch. Die kommt nicht mehr runter. Wenn ich die steigen lasse, dann bist du auf 50 oder 100 Meter und dann willst du nach unten gehen und dreht sie sich nur im Kreis rum. Voll der Scheiß. Und da, wo ich sie gekauft habe, den Laden gibt es nicht mehr. Der hat zugemacht. Die Filiale. Jetzt muss ich sie mit der Post schicken. Mit einem Lenkrad wird es dann auch ähnlich sein, oder? Ah, okay. Ach, gleich neues. Na super. Was für eins? Ah, okay. Ja, scheiße, das ist ja 2 Baustellen. PC und Lenkrad. Ah, okay. Alles klar. Das ist auch cool. Aber abends zum Runterkommen ist so ein bisschen rumfahren ganz cool.
nach einem stressigen Tag. Du musst nicht so viel überlegen, nicht so viel nachdenken. Na, leider ist der nicht schnell, der Wagen. Das nervt ein bisschen. Im Original sind die einiges schneller. 340, mehr geht da nicht. Guck mal an, du. Was ist der Rekord auf der Nordschleife? Ich weiß es gar nicht. Bisschen schneller als eben. Ah, okay. Boah, da fehlt noch ein gutes Stück, ey. Überleg mal, ey. Die fahren echt schneller als ich hier rumgeheizt gerade. Verrückt, oder? Das ist heftig, ey. Mein lieber Scholli. Da gibt es ein YouTube-Video von der Strecke, von der Runde. Das ist echt krass. Und hier ist ja echt auch mega eng, gell? Das ist ja das Harte da an der Nordschleife. Die ist ja eigentlich gar nicht mehr für heute gedacht, so von der Streckenbreite. Eher Motorradstrecke war das früher, ganz am Anfang. 1928 oder so ist sie, glaube ich, gebaut worden. Bald 100-jähriges. Und hier geht es richtig berghoch. Das sieht man so gar nicht, wie steil das in Wirklichkeit ist. Hier ist echt richtig steil. Glück gehabt. Wenn du da rausfliegst, hier bei der Geschwindigkeit, dann brauchst du keinen Arzt mehr, glaub. Dann ist der Doktore überflüssig. Hier oben bei den schnellen Kurven hier. Ist noch was? Ich weiß es nicht.
17 Sekunden immerhin schneller bis jetzt. Mal gucken, was in der Einführungsrunde. Hier fehlt mir leider ein bisschen Speed. Ja, Need for Speed, hey, ich wünsche dir was. Danke fürs Vorbeigucken und danke für die Leute. Sehr nett. Man hört natürlich, klaro. Ich hoffe, du kommst heute vorbei. Lass es dir gut gehen, hey. Leider kann ich hier gerade nicht so viel quatschen. Es ist ein bisschen schwierig. Guck mal, Scheiße. Nur ein paar Sekunden verbockt, ey. Boah, leck mich am Arsch. Aber ich glaube, ich habe die mal geschafft irgendwann. Diese Rundenzeit 5:18, 6 hatte ich mal, ja. Aber das ist lang her. Lang ist es her. Mal kurz reingucken. Das ist schon heftig. Das macht am meisten Spaß mit der Ansicht, mit der VR-Brille. Die ist zwar von der Qualität nicht so besonders, aber das stört während dem Fahren gar nicht. Da bist du so konzentriert, da ist das schon okay. Und in echt vibriert es so, da macht es gar nichts aus. Also wenn du im echten Leben mit einem Rennauto fährst, das vibriert und selbst beim Kart vibriert es schon extrem. Weil es so knallhart ist, merkst du jede kleine Bodenwelle, schüttelst den Kopf durch. So, jetzt machen wir gleich mal ein Rennen. Ein bisschen Speed rausnehmen. Die Karre habe ich noch gar nicht gesehen in dem neuen Teil. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Wäre schon cool. Also, ich bin immer ganz gern mit dem gefahren. Spaß macht auch diese ganze Einstellerei und so. Du kannst da wirklich viel verbessern, noch wenn du was verstellst an deinem Auto. So, kommt, gehen wir mal raus. Gehen wir mal auf ein Racing. Ah, jetzt kriege ich genau dann. Jeden Tag, wenn du über 40 Kilometer fährst, kriegst du da so eine kleine Verlosung. Aber meistens kriegst du das Stierauto. Naja, da war die Auswahl jetzt ganz gut. Ja, da war der Need for Speed früher, der war da öfters mal hier. Da haben wir echt viel, viel Zeit verbracht. Ich weiß gar nicht, ich habe hier, glaube in dem Spiel, das mag ich schon reingucken, die Spielzeit war 950 Stunden. Und dann die Anmeldungen waren bei 460 Tagen. Oder 484 Tagen, ich sehe es gar nicht. Also über ein Jahr. Das ist schon heftig. Okay, gucken wir mal. Rennen. Das hier, ja. Und das hier. Autos nehmen wir mal den hier. Oder den. Ja.
Schade, dass man da nicht, das habe ich schon oft gedacht, dass man nicht manuell schalten kann, obwohl man Automatik drin hat. Das ist ja heutzutage eigentlich normal, auch im echten Auto. Du kannst ja sowohl Automatikgetriebe haben und trotzdem manuell schalten mit den Lippen. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist bei den ganzen anderen Spielen wie Project Cars und so ist das ganz normal. Hier leider nicht. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Genauso dass du kein Replay machen kannst während dem Rennen. Das finde ich auch ein bisschen schade. Hier ist es ein bisschen sehr eng. Siehst du, wenn du nämlich hier runterschalten kannst, dann kannst du das verhindern, dass du dem hinten reinkachelst. Und das ist eine der schwersten Strecken überhaupt zu überholen. Weil der wirklich, schau mal, wie schmal das hier ist. Da komme ich ja nicht mal mit dem Fahrrad vorbei. Nur in den Bremsbereichen kann ich vielleicht ein bisschen mal einen Platz gut machen. Oder halt einen Topspeed. Wenn du besser aus der Kurve kommst. Aber geil. Macht mega Bock. Scheiße, ich war ja krank geschrieben, deswegen hänge ich gerade seit morgens um 10 im Prinzip vor der Konsole. Ich habe halt schon Sniper gezockt, habe schon Resident Evil gezockt, habe schon Gran Turismo 7 gezockt. Und zwar bin ich am 20 Uhr bin ich eingepennt, um 10 Uhr wieder aufgewacht, jetzt hänge ich schon wieder dran. Meine Frau, die geht immer um 8 Uhr ins Bett, weil die morgens um 4 Uhr aufstehen muss. Steuerberaterbüro. Und ja, da ist der Abend sonst sehr langweilig. Und sehr lang vor allem, wenn du alleine da hockst. Sitzt im Prinzip den ganzen Tag allein da. Dann kommt es um 5 heim. Abendessen, bisschen quatschen. Und um 8 ist sie schon wieder im Bett. Das ist halt echt ein bisschen scheiße gerade. Naja. Jetzt hoffe ich, ich kann bald wieder loslegen. Dass wir die Tage noch irgendwie überbrücken. Wäre nett, wenn er mal vorbeischaut. Falls ihr auch daheim seid gerade. Krieg echt schon viergige Augen langsam. Das Wetter war ja zum Glück jetzt wieder ein bisschen besser heute, konnte ich mit meinem Hund laufen. Aber die letzten Tage war es so arschkalt, da hat immer mein Hund Lust gehabt, draußen zu bleiben. Oh, das ist aber nett von dir. Das ist mein Kollege. Das ist ein Kumpel, der Platz macht. Boah. Oh Mann, ey. Wenn du schnell durchkommst, dann hauen die vorne ab. Da wieder runterbremst, ey. Aufpassen, dann nimmt mir meinen ganzen Abtrieb weg. Das merkst du extrem. Denn die Reifen, ich rutsche richtig in den Kurven, weil der mir meinen Luftwiderstand mir wegnimmt für meine Flügel.
Siehst du, was das ausmacht? Das ist Wahnsinn. Das haben die echt richtig gut simuliert. Ja, wenn du hinten im Windschatten bist, dann ist dein Abtrieb natürlich viel schlechter in den Kurven. Dein Auto verhebt nicht mehr so gut. Es bremst auch nicht mehr so gut, weil der Windschatten, der Luftwiderstand ist ja auch beim Bremsen gut. Wenn du nicht hast, dann kann es sein, fliegst raus, wenn der abbiegt. Die Bremsen halten das allein nicht. Krasse Kiste, echt. Krasse Kiste. Oho. Da gibt es leider nicht so viele von denen. Es gab nur 3 oder 4 verschiedene Autos von der Gruppe 2. Das ist echt ein bisschen schade. Ist der GTR Nissan. Brutal, wie der aussieht, wenn die denn so aufgerüstet haben. Wahnsinn. Da ist wahrscheinlich auch nichts mehr original. Ja, es ist halt kein Formel 1 Auto. Guck mal, jetzt verbocke ich es noch. Jetzt verliere ich das Rennen. 10 Meter vor Schluss. Das ist dumm Leichtsinn. 2 Meter. Naja. Scheiße. Guck mal, da kriegst du richtig Geld. Jetzt habe ich richtig Geld verschenkt.